Wir sind auf der RPC 2008 in Münster am Stand vom 13-Mann-Verlag und wir werden jetzt wieder einige interessante Fragen stellen, hoffe ich. Hallo. Ja, hallo. Schön, dich wiederzusehen. Wunderbar. Was gibt es denn Neues für euer Flaggschiff Rollmaster? Ja, wir haben pünktlich zur Messe ein Abenteuer mitgebracht, ein neues, fast 100 Seiten stark, Held alter Tage heißt es. Es ist von Robert Wenner geschrieben und es spielt wieder in unserer eigenen Kampagnenwelt, aber es ist auch wie auch das Abenteuer Elisera zuvor auf jeder anderen Kampagnenwelt spielbar. Es führt die Gruppe diesmal durch ein sehr interessantes Abenteuer, was mit alten Helden zu tun hat, die aber, naja, es gibt schon die ein oder andere Überraschung, denke ich. An welche Erfahrungsstufen richtet sich das Abenteuer? Ich freue mich, dass diese Frage gestellt wird, denn das Abenteuer ist diesmal in verschiedenen Stufen spielbar. Das bedeutet, wir haben die Gegenspieler, sind in verschiedenen Stufen ausgearbeitet und stehen dem Spielleiter zur Verfügung, um eben mit jeder Stufengruppe mitzuspielen. Beim Spielleiter, bei dessen Erfahrungslevel, würde ich sagen, bewegt sich das definitiv nach Elisera. Elisera hat sich da an den Einsteiger gerichtet, während Held alter Tage einen etwas erfahreneren, aber noch nicht allzu sehr erfahrenen Spielleiter voraussetzt. Traveler wird ja gerade von euch fleißig übersetzt. Wie sieht das mit, wann kann man etwa damit rechnen und wie sieht das mit dem eigenen Kampfsystem aus, was ihr dazu bringen wolltet? Ja, Traveler, da sind wir tatsächlich gerade kräftig bei. Kräftig bei heißt viele, viele Nachtschichten. Es sind mehrere Korrekturläufe, die gerade mit dem Text noch passieren. Mit den eigenen Regeln, da haben wir eigentlich, ich glaube, eine sehr gute Absprache getroffen mit Mongoose. Wir haben jetzt ein Regelsystem, was... es gibt nur eines, um das vorwegzunehmen, nur ein Regelsystem, nur ein Kampfsystem, aber das ist eben an der Kritik gemessen worden und wir haben da diese ganzen Änderungswünsche mit einfließen lassen. Ansonsten, wann es fertig ist, ja, wir hoffen, dass wir Ende Mai spätestens rauskommen, aber es kann sich verschieben, es gibt hier und da textliche Probleme, wo wir einfach glauben, da möchten wir auch eine Höchstleistung bringen. Also der Anspruch von uns ist schon sehr hoch. Traveler ist ja ein Science-Fiction-Rollenspiel. Die hatten es in Deutschland bis jetzt eher schwer, obwohl jetzt einige wieder im Kommen sind oder bereits erschienen sind. Was meinst du, woran liegt die neue Begeisterung für Science-Fiction im Rollenspielbereich in Deutschland? Science-Fiction-Spiele, warum die wieder kommen, das ist eine sehr gute Frage. Eine Patentlösung oder eine Patentantwort dafür habe ich nicht. Es könnte aber sein, dass es dort... ja, so etwas gibt immer wie so ein Auf und Ab. Mal ist es Science Fiction, mal ist es Fantasy. Aber um ganz ehrlich zu sein, das ist nur Raterei. Der 13-Mann-Verlag legt ja schon einen relativ großen Schwerpunkt auf Science Fiction. Mit Heredium habt ihr ja noch eins im Programm, oder? In der Tat. Heredium ist auch ein weiteres Science Fiction Spiel bei uns. Aber ich glaube, der Andi kann da viel mehr zu sagen. Andi. Ja, Heredium entwickeln wir schon seit einigen Jahren. Wir sind jetzt seit Januar, Februar so weit, dass wir mit den ganzen Texten komplett fertig sind und uns jetzt gerade in der Layout-Phase befinden und noch einige Illustrationen dabei steuern und hoffen, dass es auch in den nächsten Monaten am Start sein wird und dann auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Was zeichnet denn Heredium vor allem aus gegenüber anderen Rollenspielen? Was sind die Besonderheiten? Es ist so, dass mehr Katastrophen passiert sind und das sind jetzt die Ähnlichkeiten zu anderen Rollenspielen auch. Der große Unterschied ist, dass eine der letzten großen Katastrophen vor 10 Jahren passiert ist. Sprich, es ist alles noch ganz frisch in den Köpfen von den Leuten. Die Charaktere, die man spielt, die kennen auch noch die alte Zeit und es gibt viel Problematiken zur Umgewöhnung, sage ich mal. Das heißt, man hat noch im Kopf, wie es früher war alles besser und jetzt ist alles ganz anders, ganz neu. Von den Katastrophen her, es gab halt 2 Stück oder 2 große, die dazu geführt haben, dass sich alles geändert hat. Das war einmal der sogenannte Mondfall. Bedeutet, dass es eine Explosion auf dem Mond gab und die katastrophale Folgen auch auf der Erde hatte. Und die andere ist die sogenannte Nao-Mutation, die Einfluss auf die genetische Struktur allen Lebens nimmt und dadurch Veränderungen bei Pflanzen, aber auch bei Menschen bewirkt, die ganz unterschiedlich ausfallen können, wo man ein sehr großes Spektrum hat, was man als Spieler spielen kann, als Charaktere, aber auch als NSCs oder an Gegnern, die einem entgegentreten können.
Iridium unterscheidet sich auch durch eine besondere Philosophie von anderen Spielen. Wie sieht die aus? Es sieht so aus, dass man bei Iridium als Charakter mehr so die Macherrolle übernimmt. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass die große Katastrophe erst 10 Jahre her ist und es ist nicht alles im Niedergang begriffen, sondern die Leute bauen was Neues auf. Es ist alles so eine Aufbruchsstimmung, es werden neue Städte gegründet, neue Zivilisationen gegründet und jeder einzelne Charakter kann in diesem großen Spielgeschehen Einfluss darauf nehmen. Und das ist meines Erachtens nach der große Unterschied, dass sich, wie es sich von anderen Endzeit-Rollenspielen oder Rollenspielen in diesem Genre unterscheidet. Wir haben aber von wegen Unterschied noch was ganz anderes am Start. 13 Mann bringt 2009 ein neues System raus, aber da kann der Christoph viel mehr dazu sagen. Ja, ganz genau. Das wird nämlich Signum sein. Signum Gothic Noir. Ein Spiel befindet sich auch in der Zukunft, nicht ganz so weit in der Zukunft. Wir gehen hier einfach nur mal 100 Jahre. Aber es hat sich auch ziemlich viel getan in der Welt. Und das Spiel dreht sich darum, dass der Spieler begabte Menschen verkörpert. Und zwar begabt in der Magie. Sprich, wir haben 2104. Der Spieler spielt einen sogenannten Hermetiker. Ein Mitglied einer Organisation dieser begabten Menschen. Und sie müssen versuchen, die Menschheit zu verteidigen gegen das Okkulte. Wir kennen sie, die üblichen Verdächtigen, wir haben sie, die Vampire, die Geister, die Monster aus der Dunkelheit. Also alles kommt über die Menschen, muss abgewehrt werden, bloß es gibt ein Problem. Ja, man muss sich das so vorstellen, die Menschen werden davon überwältigt, dass dort Vampire existieren. Sie existieren offen, die Magie existiert offen. Und der Mensch kommt mit dem, was er nicht versteht, nicht sonderlich gut klar. Das heißt, die Eigentlichen, die das Gute wollen, müssen versuchen, gegen Misstrauen, Aberglaube und zum Teil Hass sich durchzusetzen und in dieser Welt mit ihrer Magie halt das Gute zu schaffen, obwohl die Welt sie nicht unbedingt immer mit offenen Armen empfängt. Ja, danke für die Information. Das klingt alles schon sehr interessant. Ich denke, wir können uns aufs nächste Jahr freuen.